So, hallo, guten Morgen alle zu Hause gebliebenen. Es ist jetzt, ist mir auch egal, später halt. Wir sind jetzt über die slowakisch-österreichische Grenze gefahren, weil ihr habt ja im letzten Video gesehen, dass Ungarn für uns also nicht mehr jetzt in Frage kommt. Dann fahren wir einfach außen rum und sind jetzt hier in Österreich. So, in Österreich brauchen wir diese Go-Box. Und ich hatte dann so einen Gendarm da an der Grenze gefragt, wo ich denn so eine Box herbekomme. Da sagt er, ich soll einfach weiterfahren und dann ist da hier an der Grenzübergang gibt es das gar nicht, sondern nur diese Automaten für diese Vignetten, für PKWs. Und ich soll in die nächste Raststätte fahren. Da ist so eine Asfinag Point, wo man das auch kaufen kann, sagt er. Und dann sage ich, naja, wenn ich dann bis dahin nicht gleich verhaftet von euren Leuten. Nee, 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 ist alles gut. Ich dorthin gefahren und mir das angeguckt, da gibt es auch bloß so einen Automaten, da gab es auch sowas nicht. So. Dachte ich mir, bevor du hier weiterfährst und dann anstelle von Mautgebühren hier einen Haufen Strafe zahlst, rufst du doch mal bei der Hotline von Asfinag an. Rief ich die Dame dort an, sagte, oh ja, das tut mir ja leid, aber nee, Box gibt's da nicht und nein, auch an der Grenze, nein, gab's nicht. Da sage ich, ne, ich stehe jetzt auf dem Parkplatz, ich darf den Parkplatz ja normalerweise theoretisch gar nicht verlassen. Naja, Sie könnten ja die nächste runterfahren, da sage ich, na geht nicht, da steht 3,5 Tonnen gesperrt nach Landesverordnung irgendwas, schlag mich tot, kenne ich ja nicht. Ne? Also fährst du da nicht runter. So, und dann sagt er, naja, dann müssten Sie weiterfahren auf der A6, glaube ich, oder auf der A4 oder auf der A1 oder irgendwas. Und dann fahren Sie auf die A4 und da ist dann so ein Point. Das sind aber nochmal so 30 Kilometer. Da sage ich, na, da fahre ich jetzt 30 Kilometer auf Ihrer Autobahn ohne diese Go-Box, ja. Ja, sagt sie, das ist ja, das wäre so, aber anders geht das nicht. Da sage ich, naja, aber jetzt kommen ihre Kollegen da an und sagen jetzt, ja, sie sind ja ohne Box gefahren und das kostet irgendwas. Dann sagt sie, ja, vielleicht 250 Euro. Da sage ich, na, ist ja toll. Naja, wenn die einen guten Tag haben und nett zu ihnen sind, dann würden sie ihnen das vielleicht erlassen, wenn sie dann verstehen, dass sie eben gar keine Box kaufen könnten. Da sage ich, und wenn sie einen schlechten Tag haben, naja, dann könnten sie ja Widerspruch dagegen einlegen gegen die Strafe. Da sage ich, hä? Was sind das? Sie verlangen von mir, dass ich eine Go-Box habe, verkaufen mir keine Go-Box, lassen mich fahren, um mich anschließend abzustrafen? Sag mal, ist ja wohl das Letzte, ne? Ja, sie könnte da auch nichts. Na gut, dann bin ich auf der A weitergefahren, bin dann bei 3,5 Tonnen runter und dann sind wir eben auf dieser Burgenlandstraße, die E50, so lange auf diesen 3,5 Tonnen gesperrt. Weitergefahren, aber ich glaube nicht, dass das hier 3,5 Tonnen gesperrt ist, sondern einfach, dass man da halt die 40 Tonnen nicht durchlässt. So. Und meiner sieht ja nur aus wie ein Lieferfahrzeug, 7,5 Tonnen, keine Fenster drin und nichts. Denke ich mir, da hat auch glaub keiner was gemacht, außer war Ostersonntag. Ich denke mir, sitzen da die Ösi-Polizisten auch lieber bei der Familie, als mich da irgendwo anzuhalten. So, das war's gewesen. Der nächste Punkt ist dann, wo wir wahrscheinlich schlafen werden. So, wir fahren hier die Bundesstraße oder wie die hier heißen, 50. Wir haben uns nur doch von der Autobahn verabschiedet, weil wir ja keine Mautbox hier bekommen haben, habe ich schon erzählt. Es ist jetzt Ostersonntag und hier ist niemand, außer natürlich der da vorne fährt auf der Straße. Ist ja echt beachtlich. Oh, da kommt noch einer. Aber ansonsten totale Ruhe hier. Guten Morgen, alle Tag zu Hause geblieben, heute Tag 3. Es ist gegen 9, die Sonne scheint wahnsinnig, also Ostersonntag, klar. Ich habe heute, mir winkt gerade derjenige, der mich hier hat stehen lassen, auf seiner, nicht in der Natur, sondern ich werde euch das zeigen. Ich stehe hier auf der Rückseite einer Jet-Tankstelle, weil uns ein total lieber Mensch gesagt hat, gestern Abend so gegen 22 Uhr, fahrt bloß irgendwo anders hin, stellt euch bei mir auf meinen Platz her. Und jetzt stehen wir hier. Jetzt werden wir frühstücken, weil wir haben schöne Brötchen geholt. Er hat nämlich so einen Brötchenshop mit dran und jetzt werden wir wunderbar frühstücken. So, nun werden wir uns mal verabschieden gehen hier von unserem netten Gastgeber. Servus, guten Servus, Morgen, mein Freund. Guten Morgen, Herr, lass uns ein schönes Foto machen von dem, wo wir parken konnten. Was? Ja, ja, war schön stehen geworden. Hast du mal geschlafen? Na, euch eine gute Weiterreise, ja, gell? Das lassen, ne? Freut mich. Los, ja. Ruf mich an, mal, was sagst bitte. Ja, ich hoffe, du hast eh meine Nummer, gell? Ja, habe ich. Ja, ja, sehr gut. Bis auf YouTube kannst du meinen Kanal sehen. Ach so, ja, okay. Und ja, ruf mich an, wo ich, unter welchem Namen also die finde. Ich ruf dich an. Passt. Ja. Sobald wir irgendwo in China sind, seid ihr ja, bitte. Was sagst du? Ja, wenn man frei ist, fährt sich gut. Fährt sich echt klasse, genau. Ne? Der Tag hat gut angefangen. Es gab ja, frische Brötchen. Ja, vor allen Dingen Albert, das ist ja ein total netter Kerl gewesen, oder? Ja, er ist
Also solltet ihr mal in die Gegend kommen, bei ihm könnt ihr anklopfen, ihr kriegt immer Hilfe. Und also wenn ihr mal in diesem Ort seid, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Matten irgendwas, aber ich schreibe das jetzt noch dazu, das steht hier jetzt, welcher Ort das war. Und da ist eine Jet-Tankstelle und der Typ ist echt cool. So hilfsbereit glaubst du gar nicht. Das glaubst du wirklich nicht. So, nun werden wir mal sehen, dass wir hier unsere Piste weiter fahren bis zur slowenischen Grenze. Wir sind in Niederösterreich und da euch ein bisschen was von Österreich zeige. Wir sind jetzt hier eine Wahnsinnsstrecke hochgefahren. Das ging bis in den zweiten Gang runter. Aber die Aussicht ist natürlich toll. Wenn ich jetzt nach draußen gehe, der Wind wird den Ton wegmachen. Ich gehe trotzdem mal nach draußen. Wie findet ihr das? Klasse aus, ne? Leider ist keine Fernsicht heute. Guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen, alle Zurückgebliebenen. Guten Morgen. Alle Traurigen, die nicht hier sind. Wir sitzen hier kurz österreichische Grenze vor Slowenien. Wir haben 19,5 Grad. Das ist jetzt, glaube ich, 9 Uhr. Ist uns aber auch völlig egal, oder? Nee, es ist, ich glaube, gleich halb elf. Ja, dann ist es halb elf. Ist ja wurscht, oder? So, Hunde haben Leckerli bekommen. Wir werden jetzt frühstücken hier. Eine wirklich toller Ort. Ich werde das mal eintragen bei Park for Night, dann kann auch eine andere vielleicht hier noch stehen. So, jetzt werden wir mal frühstücken. Und danach, was haben wir heute eigentlich vor? Heute wollen wir nach Slowenien. Heute wollen wir nach Slowenien rüber, genau, richtig. Ja. Und dann gucken wir mal, wie es in Slowenien uns gefällt. Ja. Und wenn es uns dann nicht gefällt, und wir da keinen weiter guten Stellplatz finden, dann fahren wir weiter nach Kroatien. Mhm. Ja, aber das werdet ihr heute noch sehen. Ne? Genau. Und nachher gehen wir noch erstmal mit den Hunden. Ach, wir gehen noch mit den Hunden. Ja, das muss ja mit den Hunden. So, jetzt komme ich wieder. Gib mir bitte. Du bist der Brötchenmann. Ich bin der Brötchenmann. Meine Frau bekommt immer die obere Hälfte, weil die untere Hälfte ist vergiftet. Weil ich so lieb bin. Nee, weil die untere vergiftet Nein, ist. Nein, weil ich so lieb bin. Die vergiftet bin. Ist. Weil ich so lieb bin. Bekomme ich immer. Echt? Ja. So, ich hab hier. So. Ostereier haben wir auch noch. Die haben uns die Kinder mitgegeben. Ja. Weil ich schon traurig war, dass es Ostern ist und ich keine Ostereier gefärben konnte. Und täglich warten wir auf unser Urenkelchen, was jeden Tag kommen müsste, aber bisher hat noch niemand angerufen. Ja. Der tut sich noch ganz schön lange putzen. Aber es ist ja kein Mädchen, sondern es ist wirklich ein Junge. Na gut, ein Junge ist es dann, wenn der Arzt sagt, es ist ein Junge. Solange ist es ein S. Erst dann, nicht wahr? Das kennt ihr ja auch. So. Naja, dann machen wir uns heute mal einen schönen Tag. So, jetzt fahren wir nach Slowenien. Das ist, man sieht, das ist der österreichische Grenzübergang, der ehemalige. Braucht kein Mensch mehr. So, jetzt sind wir aus Österreich raus. Das nennt sich dann sogenanntes Niemandsland. Und jetzt reisen wir hier in den wunderschön oder gucken wir mal Slowenien ein hier. Du hast ein bisschen zu schnell. Nee, dem Streckenverlauf 16 Kilometer folgen. Aha. So. Ich bin genau am Schild vorbei. Slowenien. Wie schnell dürfen wir hier fahren? 50, 90, 110. Also das am Tage immer Licht anschalten, damit müssen wir Vignetten kaufen. Und da gucken wir mal, vielleicht kommen wir hier ohne diese Vignetten durch. Schauen wir mal. Mal sehen. So, jetzt sind wir hier so ein kleines Zipfelchen. Wieder in Österreich gewesen. Du reisen wir das nächste Mal in Slowenien ein. Das ist der Grenzübergang. Ich habe mich gewundert, hey, wieso sind wir auf jeden Fall wieder in Österreich? Jetzt sind wir wieder weg. Jetzt sind wir in Slowenien. Der Ort geht hier ineinander über. Ja, das ist hier so ein. Das ist Slowenien und Österreich. Jetzt fahren wir über den Fluss. Und jetzt sind wir wieder in Slowenien. Oder auch nicht.
200 Metern, im Kreisverkehr erste Ausfahrt, Lakova Ulica, nehmen. Ja, das war der kurze Besuch in Slowenien. Jetzt geht's nach Kroatien. An einem Tag drei Länder, Österreich, Slowenien und jetzt Kroatien. So, naja, hier ist niemand. Ist ja logisch. Früher war das eine streng bewachte Grenze. Zaun, hier kann man einen Zaun. Geradeaus. Na gut, ich meine, bei dieser Migrationsgeschichte war Kroatien ja ein schönes Durchschleuseland gewesen hier. Dem Streckenverlauf 7 Kilometer folgen. Freie Durchfahrt stand dran. Kroatien, willkommen. Nun sind wir hier angekommen auf unserem Stellplatz. Ich hatte über Park for Night und über iOverland immer geguckt, aber das gibt hier eigentlich so gut wie keine freien Stellplätze. Und jetzt haben wir hier was gefunden, das habe ich auch bei eingetragen in Park for Night. Habe ich reingemacht, wunderschöner Platz am Ende hier. Und die Fahrt war eigentlich schon ganz schön schlimm, weil das war dieser Sahara-Wind, der überall, oder mit diesem Staub, das war ein total diesig, das war völlig verrückt gewesen. Und ein Wind, der hat von Seiten so gedrückt. Und wenn der von vorne kam, habe ich gedacht, was ist mit meinem Motor los? Wie läuft der nicht? Also ich hatte so einen Gegenwind, das war Sturm gewesen, dass man gesagt hat, das war wirklich kein schönes Fahren gewesen. Ne? So, und das andere ist ja hier in Kroatien, dass mal viele Strecken eben gesperrt sind für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen. Das betrifft mich zwar nicht, aber diejenigen, die jetzt größere Wohnmobile haben, über 7,5 Tonnen, für den ist das hier also schon sehr, sehr herausfordernd, hier durchzukommen. Außer man benutzt natürlich dann die Mautstrecken. Das ist natürlich dann was anderes. Aber da pisst du auf der Autobahn durch, siehst nichts, ne? Macht ja auch keinen Spaß. So, das war's. Jetzt werden wir hier mal Abend essen, Tag ausklingen lassen und einen Plan für morgen machen. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Könnt ihr ein Abo machen, dann kriegt ihr noch ein paar Filme von mir noch dazu. Also macht's gut und einen schönen Abend noch. Ne? Tschüss.